Kurze Frage. Offener Umschlag. Nein, ich muss erst das Telefon. Wo ist das Telefon? Ach, das Telefon kann gerade warten. Ja, okay, ich komm schon. Ja, okay, wir gehen hin. Wo ist denn das Telefon? Ah, da ist das Telefon, ja klar. Hallo? Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich mal... Hallo, großer Mülltütenmann. Ich wollte gerade sagen, ich... Was zur Hölle ist das denn? Das ist mir gerade vollkommen Banane, was das Ding ist. Ich muss hier weg. Der wirft mit den Möbeln. Oh, heilige Makaroni, das ist der große Mülltütenmann. Ich muss hier raus. Ja, wir gehen durchs Fenster. Was zur Hölle? Unmöglich. Müllimann! Jill! Ey! Finger weg mit deinem Tentakel! Genau. Wir sind hier doch nicht in einem japanischen Hentai. Da steht Exit. Okay, so schnell wollte ich jetzt auch nicht durch den Exit durch. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. Ganz schnell weg, ganz schnell weg. Ich sagte, ich wollte raus, nicht rein. Und eine Etage tiefer. Lauf! Lauf, 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 da ist Exit, 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 Exit! Raus da! Ist Müllmann weg? Das Spiel fängt ja schon mal gut an. Nee, ich will mich erst hier hinten umgucken. Müllmann kommt eh nicht hinterher. Boah, wenn der hier gleich durch die Wand bricht, dann kriege ich sowas von Schreikrampf. Was macht Nemesis denn jetzt schon hier? Obwohl, war das Nemesis oder war das neues, das Mülltütenmonster? Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arclay, nur viel schneller. Ja, mach du mal, ich geh da rein. Ich will mich hier umgucken. Vielleicht gibt's hier ja was Interessantes. Ach ne, Moment, hier kam ich ja her. Hier ist ja Müllmann. Ich laufe einfach die Strecke nochmal zurück. Oh. Orientierung mal wieder. Ich verlaufe mich auch in der Besenkammer. Ach nein, der schöne Kaffee. Kann ich... Haben die nicht immer was im Kofferraum? Ach, so kann ich sprinten. Mal träumen wir? Wie können so viele Menschen infiziert sein? Brad!
Pass auf! Ach du Scheiße! Hier rein! Ja, es sind viele und ich mach mich mal vom Acker jetzt. Ja, das hat's jetzt auch gebracht. Die Tür hinten los! Ja! Autschi. Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Aber das ist doch die Bar, die wir doch aus dem Teil 3 noch kennen. Ich hätte aber ganz gerne meine Waffe. Egal, ich sprinte einfach los. Ah, eine Waffe. Sorry. Oh nein. Und natürlich jetzt perfekt schon umgezogen. Okay, das sind mir zu viele. Ich bin weg. Mon Dieu. Ich bin jetzt auf gut Glück drauf zugelaufen, aber wieso hat sie jetzt auf einmal so... Ich hätte mal nicht auf dem schießen sollen. Alles klar, Chef. Oh nein. Kann ich mir nicht anschauen. Bleib zurück. Komm ja nicht näher. Los, kommen Sie. Es ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe da nicht raus. Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin. Also gut. Hallo? Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Nein. Such woanders, Fräulein. 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 Ja, ich könnte ein bisschen Munition verkraften, weil ich hätte nicht auf den Zombie schießen sollen. Aber hier ist Teil 3 ja nach dem Prolog, sage ich mal, gestartet. Nachdem man ja von den ersten Zombies weggegangen ist. Pistolenmunition, ja. Standardmunition. Gleich mal durchladen. So. Oh nein. Okay, ich denke nicht, dass die mir folgen. Ansonsten beißen sie. Ich fühle mich gerade ziemlich be. Ich krieche einfach weiter. Ich krieche weiter. Die wollen mich doch jetzt nur foppen, oder? Du doch auch, oder? La la la. La la la. La la la. Kommt mir wohl keiner hinterher. Ich unterhalte mich ganz lieb und nett mit einem Zombie. Ah, da kriege ich halt Schmerzen bei. Oh oh. Ne, okay. Oh, kann die Treppe nicht nehmen. Das heißt, wir nehmen. Ich laufe away. Ich meine weg. Wenn man mich mal treffen würde. Oh. Nein, flieg du Finger weg! Ich laufe einfach durch. So, jetzt aber. Mach auf!
Renn! Ey, ich hab dir doch die Fresse weggeschossen! Da war doch praktisch nur noch Augäpfel von übrig. Und ich habe mal wieder keine Munition. Ich sollte mir angewöhnen, um die Viecher rumzurennen. Ich bin hier unten. Ich habe keine Munition. Nein, ich suche erstmal Munition. Kann ja sein, dass hier noch welche rumliegt. Liegt sie nicht? Also, ich hab ne... Ich hab's doch geahnt. War das unser Mülltütenmann? Oh nein! Geh da weg! Ich muss Auto fahren! Oh oh. Spring an, verdammt! Spring an! Geht doch! Jetzt bin ich dran, Arsch! Ich fahr ihn über! Ich fahr ihn über! Ich fahr ihn einfach rüber! Den Müllmann! Autsch! Erstmal Kamera nur justieren. Mach du Arzt es nicht. Müllsäckchen ist immer noch da. Also der Typ fängt gar an mir gehörig auf den Sack zu gehen. Ach Moment, ich bin ja Sexy Visual Valentine. Ich hab keinen. Also jetzt sehen wir ohne jeden Zweifel. Ich krieche von dannen, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt. Hey, Arschloch! Hat er gerade eine Rakete aufgefangen und wieder zurückgeschmissen? Langsam, ich helfe dir. Wer sind Sie? Carlos. Ich bin Carlos. Sag ich doch. Ich rette dich. Komm, bring dich in Sicherheit. Ja, bevor Müllmännchen wieder aufsteht. Nimm doch den Raketenwerfer mit. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Ich geh wieder zurück. Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Aber auch nur, weil... Ich kenne noch Resident Evil, die... machen dann auf dem Rückweg meistens irgendwas an Munition. Oder auch nicht. Hätte ja sein können. Und Treppe runter. Was läuft denn hier gerade im Kino? Sudden Death Bowling und Wolf of a Battlefield. Ein Kriegsfilm und irgendwas mit Bowlen. Was haben wir denn hier? Skullstalker und... Skullstalker ist Terminator, aber egal. Was haben wir hier? Tyrant of the Deep und Hell Squid Zero. Ah ja. Was haben wir hier? Time to get started und Disaster. Hm. Air Combat 1942 und Command Team Mask irgendwas. Da geht's lang, okay.
Sonst, ne? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er... Er hört nicht auf, bis er es kriegt. Fallen dir solche Männer nicht? Nein. Nein, danke. Du kannst ihn haben. Ich hätte gerne Munition. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Mhm. Kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow, wow, wow. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Vieles. Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich. Genau. Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Hast du Munition? Komm, hier geht's lang. Ich frage nochmal, hast du Dinobites? Ah ja. Hast du Mumpeln? Himmel, Herrgott, nochmal. Ich brauch Munition. Ich brauch Munition. Oh, ich kann sogar ausweichen. Das wusste ich noch gar nicht.